Angelo, Angelo. Wie wären wir rechtzeitig fertig? Oh, Frau Schneider, ich kann mich an keine Vernissage erinnern, die nicht perfekt und erfolgreich war. Was tät ich uns? Hey, neue Bilder. Aha. Stanton gefällt mir. Ist sogar absolut erschwinglich. Ach, Frau Schneider. Hallo. Als Arzt verdient man lange nicht mehr so viel wie früher. Och, du Arme. Soll ich dich zu einer Cola einladen? Also, wenn ihr Getränke wollt, dann wendet euch an Angelo. Ich habe jetzt leider keine Zeit. Wann soll es denn losgehen? Erst in ein paar Stunden, aber ich muss mich noch um einen Kellner kümmern. Einer hat mich schon wieder versetzt. Also, wenn du willst, ich kann dir helfen. Hättest du denn Zeit? Ja, klar. Oh, das wäre ja toll. Willkommen im Team. Na, alles klar für deine zweite Karriere im Schneiders? Sehr witzig. Was liest du denn da? Wie sage ich ihm, was ich am liebsten mag? Das interessiert dich also. Als ob du sowas nicht lesen würdest. Klar tue ich das. Ja, siehst du. Und was magst du denn am liebsten? Ja, das würdest du wohl gerne wissen. Ich werde es schon noch rausfinden. Oliver? Oliver? Frau Schneider war gerade am Telefon. Sie wartet auf dich. Oh, Mist. Oh. Ach, du Scheiße. Wenn ich da jetzt auftauche, schmeißt sie mich doch hochkant wieder raus. Das kann gut sein. Besonders erfreut klang sie nicht. Hat sie sonst noch was gesagt? Nö. Warum hast du mich denn nicht schon viel früher geweckt? Ja, sie hat mich früher angerufen. Ist ein bisschen merkwürdig. Ja, ich habe ziemlich lange telefoniert. Na, super. Ja, was kann ich denn da... Jetzt mach dir keinen Kopf, Christian. Wird schon irgendwie schief gehen. Ja, es tut mir total leid, dass ich zu spät bin. Na, du kommst gerade richtig zum Aufräumen. Also das Bild geht Ihnen in den nächsten Tagen zu. Viel Freude damit, ja? Danke. Bitte schauen. Was du denn? Ich habe mich so auf dich verlassen. Es tut mir total leid, ich habe verpennt. War denn sehr viel los? Allerdings. Oh, auch schon da. Ja, besser spät als nie. Ich muss in die Küche. Ist sie denn sehr sauer? Was wollen wir sagen? Morgen, Angelo. Hi. Morgen. Ist Charlie schon da? Ja, hinten im Büro und geht die Abrechnung von gestern Abend noch durch. Hm. Dauert das noch lange? Ach, ein paar Minuten vielleicht. Sie müsste gleich fertig sein. Danke. Okay, danke. Meinst du wirklich, dass es das richtige Geschenk ist? Och, Oliver, jetzt fangen wir schon wieder an. Sie freut sich bestimmt über die Einladung. Ich weiß nicht. Interessiert sich Charlie für Kunst, ja oder nein? Ja. Also. Naja, du könntest sie auch zu einer Gang mitschleppen, wenn ihr das lieber ist. Drehst du jetzt vollkommen durch? Da steht sie 100 pro nicht drauf. Eben. Dann liege ich mit meiner Idee genau richtig. Hoffentlich. Sie war echt total sauer, dass ich sie gestern habe hängen lassen. Das war doch keine Absicht. Ja, aber ein Zeichen für besondere Zuverlässigkeit auch nicht. Na, so früh aus dem Bett gefallen? Er hat sich extra den Wecker gestellt. Das hätte er besser mal gestern getan. Es tut mir wirklich schrecklich leid. Hauptsache, dass du überhaupt vorbeigekommen bist. Hier, die ist für dich, kleine Entschädigung. Ich dachte, ich lade dich und Tom zu einer Dichterlesung ein. Dichterlesung? Ah ja. Ja, Liebeslyrik. Soll total abgefahren sein.